Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser zweiten Veranstaltung der Ringvorlesung unserer Universität, jetzt im Wintersemester 23/24, zu dieser Ringvorlesung, die jetzt ein neues Format hat, nämlich das Format Focus@LMU, Fenster zur Wissenschaft. Ich darf Sie hier im Saal, einem ganz bestimmten Saal, nämlich in der großen Aula unserer Universität, ganz herzlich begrüßen. Und ich darf auch unser Online-Publikum, das uns zugeschaltet ist, zu Hause vor den Monitoren ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass diese beiden Publika zusammengefunden haben und dass unsere Veranstaltung sowohl in Präsenz, wie ich sehe, als auch online, wie ich weiß, so großes Interesse gefunden hat. Ja, diese Veranstaltung, dieses neue Format, dieses Ausprobieren, wie wir Themen setzen können, wie wir ein Publikum erreichen können, das wäre für uns an der Universität alleine nicht möglich, wenn wir nicht starke Partner hätten. Und ich will diese Partner nennen und ich will die Gelegenheit nutzen, mich auch bei diesen Partnern zu bedanken. Da ist zum einen die Media School Bayern, die uns hilft, überhaupt aus der Universität hinauszuwirken auf unser Online-Publikum und nicht nur hinauszuwirken, sondern den Kanal auch in beide Seiten zu öffnen, es uns auch zu ermöglichen, dass unser Online-Publikum dann später mit unseren Gästen auch diskutieren kann. Vielleicht gleich bei der Gelegenheit ein Hinweis an das Online-Publikum. Wir können Sie nicht sehen und wir können Sie nicht hören, aber wir können mit Ihnen diskutieren. Das heißt, Sie können natürlich Ihre Fragen natürlich an uns übermitteln. Und ich freue mich natürlich, wenn alle, sowohl hier im Raum als auch natürlich draußen, mit uns diskutieren. Und dann, ganz wichtig, ein wichtiger Partner, nicht nur für diese Veranstaltung, für dieses neue Format der Ringvorlesung, sondern für die Ludwig-Maximilians-Universität überhaupt, die Münchner Universitätsgesellschaft, die uns hier unterstützt und die uns vielfach unterstützt. Und deswegen sind wir auch beide hier auf der Bühne. Neben mir steht Professor Höppe, der Vorsitzende des Vorstands der Münchner Universitätsgesellschaft. Zusammen haben wir das neben vielen anderen Projekten auf die Beine gestellt. Und ich würde Sie ganz kurz bitten, unserem Publikum auch diesen wichtigen Partner der LMU vorzustellen. Ja, sehr gerne, lieber Herr Professor Jahraus. Ich bin sehr glücklich, sehr geehrte Damen und Herren, Sie auch im Namen der Münchner Universitätsgesellschaft heute Abend wieder begrüßen zu dürfen. Wir sind seit 102 Jahren der Förderverein der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und wir haben auch eine sehr lange Tradition, die Ringvorlesungen zu unterstützen, ganz besonders auch jetzt im neuen Format. Denn eines unserer Ziele ist, eine Brücke zu bauen zwischen der Wissenschaft an der LMU und der Gesellschaft. Und wie kann man das besser machen als mit einer Ringvorlesung mit dem Fokus LMU, wie wir es heute erleben werden? Wenn Sie auch uns unterstützen wollen, dann würde ich Sie gerne bitten, werden Sie doch Mitglied, fördern Sie damit die LMU und unterstützen Sie uns. Wir bieten neben der Ringvorlesung noch vieles andere für die Mitglieder. www.unigesellschaft.de ist die Adresse, über die Sie alle Informationen bekommen. Ja, dann möchte ich schon wieder übergeben an Sie, an den Moderator, Professor Jahraus, und freue mich sehr auf diese sicher spannende Vorlesung oder diese Veranstaltung heute Abend zu einem Thema, das aktueller und brisanter ja gar nicht sein kann. Einen schönen Abend wünsche ich uns allen und übergebe an Sie, Herr Professor Jahraus. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Höppe. Dann wollen wir auch gleich loslegen. Ich habe nur zwei Hinweise. Ein Hinweis, der mir sehr wichtig ist, nämlich zur Idee dieser Veranstaltung, und dann noch einen technischen Hinweis. Ganz kurz zu dieser Idee. Das ist die Grundidee der Ringvorlesung schon immer gewesen. Diese Idee ist, wir wollen die Wissenschaft, die hier an der Ludwig-Maximilians-Universität entwickelt wird, einem breiten Publikum vorstellen. Wir wollen das bekannt machen, wir wollen tatsächlich nach außen wirken, in die Gesellschaft hinein, in die Stadtgesellschaft, oder zu den Menschen kommen, die sich für Wissenschaft interessieren und
natürlich für die Wissenschaft, die wir hier an unserer Universität betreiben. Für unsere heutige Veranstaltung haben wir uns das Thema KI vorgenommen. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten ja schon einmal ein ganzes Ringvorlesungsformat, rein virtuell, seinerzeit in Corona-Zeiten zu KI. Und wenn ich an diese Veranstaltung zurückdenke, dann merke ich auch, wie viel sich eigentlich auf diesem Sektor getan hat. Und es geht Ihnen wahrscheinlich genauso. Nur wenn man sagt, man macht eine Veranstaltung zu KI, dann muss man sich die Frage gefallen lassen, ja noch eine Veranstaltung. Also zurzeit herrscht ja keine Not an Diskussionen über KI. Es ist ein absolut heißes Eisen. Man braucht nur Zeitungen oder Zeitschriften aufzuschlagen, man braucht nur Radio anzumachen, den Fernseher zu gucken oder natürlich ins Internet. Und dann ist dieses Thema natürlich unglaublich präsent. Dann könnte man ganz einfach sagen, naja, aber deswegen lohnt sich eine Veranstaltung sowieso, weil es so heiß diskutiert wird. Naja, es kommt aber etwas Besonderes hinzu. Erstens verbindet sich das mit der Grundidee unserer Ringvorlesung. Wir wollen Ihnen zeigen, wie exemplarisch an der LMU zu KI geforscht wird. Und es kommt noch etwas hinzu, was man eben sonst vielleicht nicht so mitbekommt. Wir haben hier drei Kolleginnen und Kollegen eingeladen, eine Kollegin und zwei Kollegen, um mal die inter- und transdisziplinäre Breite dieses Themas nach außen sichtbar zu machen. Deswegen ist es eigentlich schon eine besondere Veranstaltung, die man so leicht nicht mitbekommt. Dann ein Hinweis zur Technik. Sie, liebes Publikum vor Ort, Sie haben schon mitbekommen von meiner Kollegin, wie Sie sich an dieser Diskussion beteiligen können. Und für unsere Online-Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuseherinnen und Zuseher, gibt es bei Zoom eben die Funktion Fragen und Antworten, ungefähr hier an Ihrem Monitor, und darüber können Sie dann auch mit uns diskutieren. So, und dann legen wir los, und ich darf schon unseren ersten Gast begrüßen. Es ist Professor Dr. Björn Ommer, und da könnte ich jetzt ganz viel dazu sagen, aber es ist interessanter, wenn er etwas sagt, nur ganz kurz. Herr Ommer ist nach Stationen in Bonn, Zürich, Berkeley, Heidelberg seit Herbst 2021 Inhaber des neu eingerichteten Lehrstuhls für künstliche Intelligenz, für Computer Vision und Digital Humanities, / die Künste hier an unserer Universität. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Computer Vision and Learning. Seine Forschungsschwerpunkte sind Computer Vision, maschinelles Lernen, Mustererkennung und Computational Humanities. Mit seinem Team hat er die KI-Anwendung Stable Diffusion entwickelt. Ich freue mich auf den Vortrag von Ihnen, Herr Ommer. Bitte schön, kommen Sie zu uns. Danke. Vielen Dank für die freundlichen Worte und einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe das Vergnügen, zu Ihnen heute über künstliche Intelligenz, insbesondere über generative künstliche Intelligenz zu sprechen. Und ich denke, es ist angebracht zu sagen, dass generative künstliche Intelligenz gerade die Welt verändert. Aber warum ist das so? Warum geht das so schnell? Und wie sieht die Transformation von unserer Gesellschaft, von der Wissenschaft und von der Wirtschaft eigentlich aus? Lassen Sie mich dazu vorne anfangen. Generative KI ist eine Enabling Technology, ein Ermöglicher von neuer Technologie, wie es der Personal Computer oder die Elektrizität beispielsweise vorher schon gewesen sind. Was kennzeichnet diese Ermöglichungstechnologien? Es geht nicht um diese Technologien selber, sondern diese Technologien werden Ermöglicher für etwas, was danach folgt. Wir machen also, außer Sie sind Wissenschaftler in dem Bereich wie ich, benutzen wir diese Technologien nicht um ihrer selbst willen, sondern um dessen, was damit hinten heraus möglich wird. Und es gibt, denke ich, zwei Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass diese Technologie so schnell in die Breite der Gesellschaft und Wirtschaft einwirken. Der erste Teil ist, dass generative KI, ähnlich wie der Personal Computer, den Sie hier sehen, enorm vielseitig ist, dass sie
beliebige Inhalte damit kreieren können, beliebige Daten damit prozessieren, verarbeiten können. Und das hat den Personal Computer vorher zu so einem mächtigen Werkzeug gemacht und das macht generative KI zu einem so mächtigen Werkzeug. Der zweite Punkt ist aber noch viel wichtiger und der sorgt dafür, dass wir mit Lichtgeschwindigkeit in diese neue Welt insgesamt eingestartet sind. Und das ist, dass diese Technologie gewissermaßen ein Nachbrenner ist für das, was sie beim Personal Computer vorher schon machen konnten. Was ich damit meine ist, dass es eine Technologie wie kaum andere ist, die enorm leistungsfähig ist, aber gleichzeitig enorm einfach zu benutzen. Während alle anderen leistungsfähigen Technologien, schauen Sie sich wie ein Flugzeug an, ja, da haben Sie tausende von Knöpfen drin und Sie brauchen eine lange Ausbildung, um sie zu benutzen. Generative KI können Sie viel, viel einfacher benutzen und gleichzeitig damit das, was Sie schon machen konnten mit dem Computer, viel einfacher und besser machen. Wie sagen Sie einem Computer, was er denn tun soll? Typischerweise bedeutet das, dass Sie den Computer programmieren müssen. Als Informatiker ist das natürlich etwas, was ich als solches unterstützen kann und möchte und etwas, bei dem ich denke, dass es auch nicht weggehen wird. Denn bei aller generativer KI werden wir auch in Zukunft Menschen brauchen, die verstehen, wie denn diese Algorithmen, wie denn der Computer in diesem Fall tickt, wie das denn funktioniert. Aber ich denke, es ist uns allen klar, dass nur sehr wenige Menschen diese Fähigkeiten haben, viel mehr Menschen den Computer aber nutzen wollen, nutzen müssen und mit ihm deutlich besser sozusagen operieren könnten als ohne ihn. Und dort kommt generative KI ins Spiel. Das Entwickeln von Anwendungen, von Software, von Applikationen ist typischerweise ein sehr teurer Prozess, der sehr qualifizierte Menschen braucht und diejenigen, die ihn eigentlich nutzen wollen, vielleicht gar nicht dazu in der Lage sind. Und dann ist das Problem, dass dieser Prozess auch sehr fehleranfällig ist. Ja, viele werden solche Dinge hier gesehen haben, dass selbst begabte Menschen mit dem Computer ein gewisses Kommunikationsproblem haben. Der Computer und wir Menschen, wir sprechen unterschiedliche Sprachen und deswegen kommt so ein Salat manchmal heraus. Generative KI verändert das alles. Auf einmal bin ich in der Lage, natürlich sprachlich mit dem Computer zu kommunizieren. Englisch, Deutsch, Bayerisch ist gewissermaßen die neue Programmiersprache geworden. Ich kann, hier sehen Sie ein Beispiel von Stable Diffusion, was wir hier an meinem Lehrstuhl an der LMU entwickelt haben. Ich kann dem Computer natürlich sprachlich sagen, was er denn an Bildern generieren soll. Und er setzt das um in Pixel, in Bilder, die Sie sehen. Ich kann eine Webseite, eine Applikation einfach mit einem Bleistift skizzieren, wie die denn aussehen sollte. Und der Computer mit einer anderen generativen KI produziert den Quellcode dazu. Oder ich kann mir Programmcode anschauen und den Computer diesen Programmcode verbessern, optimieren, Fehler finden lassen und Ähnliches, in einen Dialog mit der Maschine eintreten, bei dem beide gewissermaßen kooperieren. Nicht alles automatisch geht, aber kooperieren. Sie sehen hier Beispiele für das, was ich so eine promptbasierte generative KI nennen würde, also die Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz natürlich sprachlich durch solche Prompts Anweisungen zu erteilen und diese natürliche Sprache dann in sehr leistungsfähige Anwendungen umzusetzen. Und dementsprechend haben wir über das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre, seitdem generative KI in der Öffentlichkeit angekommen ist, ein exponentielles Wachstum gesehen an Applikationen, die darauf aufbauen, ein exponentielles Wachstum in der Leistungsfähigkeit dieser Technologie. Aber der Großteil dieses Wachstums ging auf Kosten von oder lag daran, dass die Modelle immer größer geworden sind. Ein Faktor von schlappen 15.000 in den letzten fünf Jahren. Die Konsequenzen davon sind, dass die GPUs, dass die Rechnerinfrastruktur nicht so schnell nachgekommen ist, wie die Nachfrage es eigentlich gebraucht hatte. Und das führt dazu, dass mit der Zeit zuerst einfache Anwender, wie Sie vielleicht, Universitätslabs oder größere, mittelgroße Firmen, immer weniger in der Lage waren, diese Technologie anzuwenden oder gar weiter zu entwickeln. Und das war der Punkt, der uns umgetrieben hat, als wir uns mit generativer KI angefangen haben zu entwickeln, bevor wir Stable Diffusion entwickelt haben. Diese Frage, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn eine Technologie, die gewissermaßen Brot und Butter wird für alles, was wir machen am Computer in Zukunft,
Wenn die auf etwas aufbaut, was nur noch einige sehr wenige große Firmen, aus dem Silicon Valley beispielsweise, die das Kapital haben, die Ressourcen haben, wenn die nur noch weiterentwickeln können, dann baut das kritische, systemische Abhängigkeiten auf. Es sorgt dafür, dass wir Probleme bekommen mit der Weiterentwicklung, dass sie natürlich nicht so schnell geht, wenn das nur noch wenige Köpfe sind. Data Privacy, wenn sie ihre Daten herüberschicken müssen in ein anderes Land und ähnliche Dinge, die sich dann uns stellen. Ich denke, damit wir uns nicht falsch verstehen, dass generative KI weiterhin enorm wachsen wird in der Leistungsfähigkeit, aber dass sie das nicht tun wird, indem wir das, was wir bisher hatten, einfach nur hochskalieren, was die letzte Zeit passiert ist. Wir haben beim Computer, wenn wir die letzten 100 Jahre passé gehen lassen vor unseren Augen, auch nicht gesehen, dass wir eine Elektronenröhre oder ein Relais von vor 100 Jahren genommen haben und einfach nur kleiner mehr Strom durch oder was auch immer gemacht hätten und dann hätten wir die Computer, die wir heute haben. Nein, wir haben ab und zu immer wieder diese Paradigmenwechsel gesehen hier und ab dann haben wir wieder neu hochskaliert. Und etwas Ähnliches, denke ich, brauchten wir, als wir dort eingestiegen sind, in der generativen KI auch und werden wir in Zukunft auch benötigen. Das bedeutete für uns, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir generative KI demokratisieren? Wie können wir sie der Allgemeinheit zuführen und dafür sorgen, dass sie nicht systemisch abhängig sind von einigen wenigen Firmen oder Staaten? Wir haben beim Gas gesehen und ähnlichen Dingen bei der Energie, was das bedeuten würde für uns. Unser Ziel war dementsprechend, generative KI so zu entwickeln, dass sie auf normaler Consumer-Hardware, die Sie für 300, 400 Euro kaufen können, läuft. Auf GPUs hier mit 10 GB Speicher. Gleichzeitig müssen Sie diese generative KI aber trainieren, auf der Breite unserer visuellen Welt, idealerweise dem ganzen Internet oder was dort draußen ist, damit diese Algorithmen einigermaßen sich auskennen. Mittlerweile läuft Stable Diffusion auch auf Ihrem Mobiltelefon. Wie können Sie dann gewissermaßen das gesamte Internet so komprimieren, dass es Ihnen in Ihre Hosentasche passt und Sie es mitnehmen können? Wie können Sie ein Modell bauen, was die Wirklichkeit, wie sie sich in den Trainingsdaten zumindest zeigt, so abstrahiert, dass Sie das in Ihrer Tasche mit sich mitnehmen können? Das war das Ziel in diesem Fall und ich denke, das ist eines der wesentlichen Ziele von künstlicher Intelligenz, diese Abstraktionsleistung zu leisten. Und als Konsequenz daraus haben wir natürlich jetzt eine Technologie, die demokratisiert ist, die die Forschung wieder in der Breite der universitären Landschaft, die in der Industrie, in der Breite der Industrie, wie wir sie auch in unserem Land insbesondere haben, wieder back in the game bringt und nicht auf einige wenige große Firmen im Ausland fokussiert. Wie transformiert diese Technologie nun unsere Gesellschaft und insbesondere den Computer? Wir haben bisher, lassen Sie mich dieses Beispiel hier herausgreifen, wir haben bisher Software entwickelt, das Gleiche gilt auch, wenn Sie mit Stable Diffusion jetzt zum Beispiel Bilder generieren oder Ähnliches, indem Sie ein Problem identifiziert haben, eine Lösung dafür implementiert haben, dann haben Sie überprüft, funktioniert das oder funktioniert das nicht, dann hat es nicht geklappt, sind Sie wieder zurückgegangen und haben diesen Prozess über und über wiederholt. Das ist sehr aufwendig gewesen. Vor 20 Jahren etwa fing langsam das maschinelle Lernen an, richtig loszulegen und dann haben wir nicht mehr die Software selber programmiert in vielen Fällen, sondern einen Lernalgorithmus. Der Lernalgorithmus hat aus Trainingsdaten gelernt, Software dann gewissermaßen zu generieren, hat nicht funktioniert. Sie sind wieder nach vorne zurückgegangen, haben den Lernalgorithmus ausgetauscht oder die Trainingsdaten und haben ein neues Programm herausbekommen. Generative KI verändert das alles. Sie müssen nicht mehr programmieren, weder die Software noch den Lösungsalgorithmus, sondern Sie brauchen potenziell Ihre wichtigen Daten, die Sie haben, aber vor allen Dingen eine kreative, neue Fragestellung, die bisher noch niemand angegangen ist. Und dann stellen Sie der generativen KI eine Frage, wie Sie denn ein Problem hier lösen sollten und treten gewissermaßen in den Diskurs, in diesen Loop mit dieser generativen KI ein, um eine entsprechende Lösung dann zu entwickeln. Generative KI wird auf diese Art und Weise, weil sie so generisch einsetzbar ist und weil sie Möglichkeit bietet, mit relativ wenig Programmierung Code zu generieren, zu einem sehr mächtigen Werkzeug, um sehr schnell Technologien zu entwickeln, um sehr schnell Software und Applikationen zu entwickeln. Maßgeschneiderte Lösungen für die entsprechenden Probleme, die sie umtreiben. Und ich glaube, hier liegt genau eine große Chance von generativer KI
für uns in Europa, für uns in Deutschland und hier im Freistaat. Wir haben sehr viele kleine und mittelständische Firmen, nicht die riesengroßen Googles, die unendlich viele Ressourcen haben. Wir haben Forschungslabore, die vielleicht nicht direkt in IT ausgewiesen sind. Aber all die zeichnet aus, dass sie limitierte Ressourcen haben, beschränkte Ressourcen haben, insbesondere was Geld und Manpower angeht, aber einen direkten Zugang haben zu Kunden, zu Daten, die niemand dort draußen in der Welt hat. Und Experten haben, die in ihrem Bereich sich auskennen. Und wenn die jetzt ermöglicht werden, wie wir das gerade eben gesehen haben, maßgeschneiderte Lösungen sehr schnell zu entwickeln, ohne diesen großen Ressourcenaufwand, dann können Sie sich vorstellen, dass das eine neue Chance für uns hier bedeutet. Und ich werde von der Presse häufiger gefragt, wir haben es schon bei der IT verloren, haben wir es jetzt bei generativer KI endgültig verloren? Ich würde sagen, nein, wir haben gerade eine neue Chance in diesem Fall gewonnen. Lassen Sie mich einen letzten Teil eingehen und diese Frage stellen, was bedeutet das für die Medien, was bedeutet das für unsere Kommunikation? Wie kommunizieren Sie komplexe Fragestellungen an die Breite der Gesellschaft? Ich würde behaupten, das geht fast nicht. Es ist schwierig, komplexe Sachverhalte wie KI oder Klima und ähnliche Dinge in der Breite der Gesellschaft, die doch so polarisiert ist, zu kommunizieren. Wir haben Datenanalyse und künstliche Intelligenz vorher schon verwendet. Aber es war enorm schwer, was zu finden, was die Gesellschaft zusammenzieht. Viel einfacher war, und das haben wir in den letzten Jahren gesehen, diese Technologie zu nutzen, um herauszufinden, was den Menschen trennt. Polarisierende Punkte zu finden, dann können Sie nämlich mit sehr einfachen Botschaften sehr große Teile der Gesellschaft erreichen, indem Sie sie von anderen abtrennen. Und wir hatten gewissermaßen das Problem gehabt, wenn Sie Impact erreichen wollten, dann ist Ihre Kommunikation immer lauter geworden, immer einfacher geworden, immer polarisierender geworden. Und hier sehe ich neue Chancen bei generativer KI. Generative KI ermöglicht es Ihnen, Menschen spezifischer anzusprechen, bei den Punkten zu informieren und abzuholen, wo Menschen eigentlich vorher gestanden sind, persönlich dort abzuholen und auf diese Art und Weise auch komplexe Sachverhalte ohne diese Polarisierung zu transportieren. Natürlich hat diese Technologie auch Potenzial, missbraucht zu werden, aber ich würde behaupten, wir haben schon sehr viel gesehen, dass man mit sehr einfacher Technologie entsprechend Meinungen manipulieren kann und dazu nicht diese komplexe Technologie braucht und sie eher für diese positive Kommunikation Möglichkeiten bietet. Und der letzte Punkt, damit möchte ich abschließen, ist natürlich viel über die gesellschaftlichen Implikationen gesprochen worden. Auf der letzten Republika habe ich darüber alleine eine ganze Stunde gesprochen. Lassen Sie mich nur einen Punkt herausgreifen. Technologie, mächtige Technologie kann natürlich missbraucht werden und hat Konsequenzen. Was macht die mit uns? Was macht die mit den Menschen? Ein Aspekt, immer diese Frage, was bedeutet das für unsere Zukunft der Arbeit? Und an dem herausgegriffen möchte ich festhalten, dass ich denke, dass diese Technologie hier, so leistungsfähig wie sie ist, primär ein Vergrößerungsglas ist für Probleme, die wir in der Vergangenheit schon gehabt haben, die sich nur durch diese neue Technologie noch mal mehr zeigen. Was meine ich damit? Wenn Sie Ihre Mitarbeitenden in ein Werkzeug gewissermaßen schon verwandelt haben, was möglichst schnell operieren musste, möglichst große Volumina an Daten auf Ihrem Schreibtisch bearbeiten musste, Burger grillen in einem Restaurant oder was auch immer es ist, wo der einzelne Arbeiter eigentlich austauschbar ist, wo es nicht mehr darum geht, um die genuinen Fähigkeiten dieses einzelnen Arbeiter und wo es keine Konsequenzen eigentlich hat, was herauskommt, dann haben Sie den Menschen, Ihren Arbeiter, bisher schon in eine Maschine verwandelt. Denn eigentlich würde eine Maschine diese Aufgabe besser machen, weil sie sehr schön standardisiert hohe Volumina bearbeiten kann. Die genuinen Fähigkeiten, die die Menschen eigentlich auszeichnen, auf die käme das in diesem Fall nicht an. Und ich denke, wenn wir das reflektieren, dann könnten wir darüber nachdenken, inwiefern wir diese neue, leistungsfähige Technologie einsetzen können, um den Menschen, um Arbeit menschenwürdiger, wieder menschlicher zu machen, die Dinge, die den Menschen ausmachen, ins Zentrum zu stellen und diese anderen Dinge, die Sie auf der rechten Seite sehen, durch eine KI entsprechend bearbeiten zu lassen. Lassen Sie mich abschließen. Ich denke, dass generative KI ganz neue Möglichkeiten bietet, insbesondere hier in Europa und in Deutschland, um leistungsfähige, zugeschnittene Lösungen zu entwickeln, Software, Applikationen und anderes. Ich denke, dass sie Menschen in einer großen Gesellschaft individueller adressieren kann und so eine Möglichkeit bietet, komplexe Sachverhalte zu kommunizieren, ohne diese Übersimplifizierung und dieses immer lauter machen und dieses Trennende und Polarisierende, was wir bisher gesehen haben. Und ich denke, dass
diese leistungsfähige Technologie primär ein Vergrößerungsglas ist für Probleme und Hausaufgaben, die wir bisher nicht gemacht haben, die sich daran zeigen. Der Weg in die Zukunft für generative KI wird nicht darin bestehen, dass wir das, was wir Status quo aktuell haben, einfach nur hochskalieren, sondern wird weitere Paradigmenwechsel, wie ich hier ein paar schon gezeigt habe, in Zukunft auch herausfordern. Und das Letzte, da habe ich jetzt keine Zeit dafür. Ich denke, dass wir auch in der generativen KI Lösungsstrategien für Probleme, die ich gerade kurz erwähnt habe, haben. Aber ein wesentlicher Punkt ist sicherlich Transparenz dessen, was wir dort entwickelt haben. Und Transparenz bedeutet, dass gerade die fundamentalen Algorithmen, die wir hier sehen, offen sein sollten. Und das wäre diese Frage nach Open Source. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Omar, vielen herzlichen Dank für diesen unglaublich konzisen Vortrag, unglaublich dichten Vortrag. Also ich glaube, da haben wir so viel Material zu diskutieren. Aber jetzt werden wir das disziplinäre Spektrum erweitern. Aber bevor ich Ihnen den nächsten Gast vorstelle, noch ein ganz kleiner Hinweis, den ich vergessen habe, Ihnen zu geben. Selbstverständlich wird diese Veranstaltung aufgezeichnet und wir werden sie auch veröffentlichen auf dem LMU-YouTube-Channel. Das wird nicht morgen passieren, denn wir brauchen immer ein bisschen Zeit, bis wir auch das Bildmaterial entsprechend technisch aufgearbeitet haben. Aber in ein, zwei Wochen können Sie natürlich diese Veranstaltung dann nochmal ansehen auf YouTube oder Sie können es den Leuten empfehlen, die heute vielleicht gern dabei gewesen wären, aber aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben. Also wir werden auch auf YouTube dann präsent sein. Ja, jetzt darf ich Ihnen unseren nächsten Gast vorstellen. Wir wechseln die Disziplin. Dr. Maximilian Eder, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im von der Volkswagen Stiftung geförderten Projekt Responsible AI for Local Journalism hier bei uns an der LMU. Vor seiner Tätigkeit an der LMU arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität der Bundeswehr, als Redakteur für ein Non-Profit-Projekt der European Web Video Academy sowie als Dozent und Projektleiter an der Akademie der Media Stuttgart. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Produktion und Nutzung journalistischer Inhalte sowie die künstliche Intelligenz. Jetzt habe ich natürlich auch nur ein paar exemplarische Schwerpunkte genannt, aber Sie sehen schon, warum der Vortrag von Herrn Eder jetzt wunderbar anschließt. Herr Eder, Sie haben das Wort. Hervorragend. Danke, Herr Professor Jaros, für die einleitenden Worte. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wechseln jetzt sozusagen das Feld von der Informatik vom Kollegen Omar hin zum Journalismus und der Frage eigentlich, wie KI heute und morgen den Journalismus verändert. Und obwohl KI und auch Algorithmen bereits vielfach in ganz unterschiedlicher Weise im Journalismus zum Einsatz kommen, hat das Thema eigentlich erst in diesem Jahr eine erhöhte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren. Und das ist zusammenhängend mit der Veröffentlichung von ChatGPT, Stable Diffusion, aber auch Midjourney. Und wir haben eine regelrechte Diskussion, die infolgedessen entbrannt ist, über künstliche Intelligenz im Allgemeinen. Und dabei wird unter anderem auch die Frage gestellt, ob denn KI den Journalismus als solches abschaffen könnte. Und die Antwort darauf findet sich nicht in der Technologie als solche, sondern in ihrem verantwortungsvollen Umgang damit. Und in den nächsten Minuten werde ich Ihnen versuchen, einen Überblick zum aktuellen Einsatz von KI im Journalismus zu geben und gleichzeitig, sofern das möglich ist, einen Ausblick in die nahe Zukunft zu wagen. Und um zu verstehen, warum KI für den Journalismus eigentlich so attraktiv ist, ihn einzusetzen, ist es notwendig, ganz kurz zu verstehen, in welcher Situation sich eigentlich der Journalismus aktuell befindet. Der Journalismus als solcher und der Lokaljournalismus ganz im Speziellen sind in einem dauerhaften, krisenartigen Zustand, der jetzt bereits seit mehreren Jahrzehnten eigentlich andauert. Und insgesamt können wir hier zwei größere Themenfelder beschreiben, die ich Ihnen hier einmal mitgebracht habe.
Zum einen, sehen Sie auf der linken Seite, haben wir es mit einem sinkenden Vertrauen in Nachrichten im Allgemeinen zu tun. Das hier sind aktuelle Zahlen des Reuters Digital News Report aus dem Jahr 2023 und sie zeigen, dass nur noch 43% der erwachsenen Internetnutzenden in Deutschland der Ansicht sind, man könne dem Großteil der Nachrichten in der Regel vertrauen. Das sind 7 Prozentpunkte weniger als noch 2022 und so wenige Befragte wie zuvor, seit man diese Frage 2015 erhoben hat. Gleichzeitig zeigen aber auch Daten beispielsweise aus der Zeitungsmarktforschung, dass 30% der befragten Zeitungen immer noch in Bezug auf lokale und regionale Themen am glaubwürdigsten halten. Wenn Sie einmal dann auf die rechte Seite schauen, als Primärquelle für Nachrichten verwenden die meisten erwachsenen Internetnutzenden in Deutschland, zumindest 2023, das sind die aktuellsten Zahlen, wie bereits im Vorjahr das Internet. Und 63 mindestens einmal pro Woche Online-Nachrichten auf Webseiten. Gleichzeitig, wenn Sie sich den Printbereich ansehen, dann haben wir hier einen kontinuierlichen Bedeutungsverlust, der Anteil im letzten Jahr bei nur noch rund 21%. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass der Journalismus wirtschaftlich zunehmend unter Druck gerät. Nach offiziellen Zahlen, beispielsweise der IVW, haben wir im dritten Quartal 2023 einen Absatz der Zeitungen in Deutschland von 13,74 Millionen Exemplaren. Das ist ein Rückgang von 6%, rund 6% im Vergleich zum Jahr davor. Das Gleiche gilt auch für lokale und regionale Abonnementzeitungen. Hier haben wir beispielsweise auch einen Rückgang erstes Quartal 2023 im Vergleich zu 2022 um fast 7%. Titel werden also entsprechend eingestellt, Redaktionen zusammengelegt und es entstehen sogenannte Zombie-Papers, wie das die Kollegin Assmann von der University of Georgia einmal bezeichnet hat. Das heißt, das sind Zeitungen, die völlig ohne lokale Mitarbeitende, Reporter und Reporterinnen oder Redaktionen auskommen, was das Vertrauen in den Journalismus weiter erodieren lässt. Und um diesem Verfall zu begegnen, versuchen die Zeitungen, ihre Umsätze zu steigern. Das heißt, die Regionalzeitungen als Beispiel erhöhten für die Printausgabe in der Zustellung 2022 beispielsweise im Schnitt um 7% auf mittlerweile 43,83 Euro im Monat. Glücklicherweise werden digitale Angebote und E-Paper auch immer attraktiver. Das ist wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer, was das angeht. Insgesamt, Sie sehen es an dieser Grafik hinter mir, zeigt sich allerdings, dass wir aufgrund der sinkenden Anzeigeumfänge immer eine größer werdende Lücke haben, die auch in die Zukunft perspektivisch noch größer werden dürfte. Das heißt, insgesamt bietet die KI viele Möglichkeiten, um den Journalismus aus dieser doch sehr misslichen Lage zu befreien. Und KI, wir haben es vorhin schon gehört, ist vor allen Dingen eine Technologie, die menschliche Fähigkeiten wie etwa logisches Denken oder Kreativität nachahmt. Und dabei greifen diese Systeme auf Algorithmen zu, um stetig autonom, zumindest bis zu einem gewissen Grad, dazuzulernen, indem sie ihre Datenbanken erweitern und diese analysieren. Dabei gilt, KI ist auch nicht gleich KI, sondern bewegen uns auf einem Spektrum von regelbasierter Automatisierung hin bis zu echter künstlicher Intelligenz. Und hier haben wir große Unterschiede, die zumindest in der allgemeinen Diskussion meistens vernachlässigt werden, denn der Begriff der KI wird eigentlich dann landläufig eher für regelbasierte Systeme verwendet. Und diesen Grad der Automatisierung können wir durch zwei Faktoren bestimmen. Zum einen die Anzahl der Aufgaben, die durchgeführt werden und zum anderen den Grad der menschlichen Beteiligung und Kontrolle, was für den Journalismus hinsichtlich seiner gesamtgesellschaftlichen Aufgabe auch enorm wichtig ist. Und im Journalismus gesehen ist die KI eben kein autonomes System, sondern fungiert vielmehr als eine Assistenz für redaktionelle Tätigkeiten und Entscheidungsfindungen. Und gleichzeitig ist der Mensch, die Journalisten, die Journalistinnen, notwendig, um eben gegebenenfalls als Korrektiv einzugreifen und diesen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Anwendungen sicherzustellen. Kurzum, sie unterstützen also Journalisten und Journalistinnen in ihren unterschiedlichen Arbeitsphasen, in ihren unterschiedlichen
Prozessen mittels halbautomatisierter Tätigkeiten. Wie und wo wirken jetzt solche Anwendungen? Ich habe Ihnen hier einmal eine schematische Darstellung mitgebracht und diese schematische Darstellung beschreibt letztlich das Verhältnis von Medien zum Publikum. Das heißt, Journalisten und Journalistinnen erstellen auf der einen Seite Inhalte, die sie dem Publikum, Ihnen, gegen eine Bezahlung zur Verfügung stellen und das Publikum auf der anderen Seite wiederum frägt diese Informationen von Medien nach und ist eben bereit dafür, einen gewissen Beitrag monetärer Art zu zahlen. Und KI kann hier an mehreren Punkten angreifen. Zum einen mit Auswirkungen darauf, wer oder was überhaupt noch als Medien angesehen wird. Zum anderen Auswirkungen auf die Journalisten und Journalistinnen und ihre Prozesse. Dann auf den Zugang und die Entdeckung von Nachrichten, auf die Erwartungshaltung und das Nutzungsverhalten und wo und wie Inhalte letztlich monetarisiert werden. Und die Arbeit mit der KI, sie ist eigentlich schon in den großen Redaktionen in Deutschland die neue Normalität, aber sie ist eben nicht selbstverständlich. Das heißt, insgesamt kann KI auf ganz unterschiedlichen Ebenen im journalistischen Produktionsprozess einwirken und dabei gelten drei Dinge, die Sie hier sehen. Zum einen hilft die KI durch Automatisierung, indem sie redaktionelle Aufgaben ausführt und menschliche Arbeit ersetzt. Auf der anderen Seite augmentiert KI Journalisten und Journalistinnen, indem sie redaktionelle Aufgaben unterstützt und ergänzt und schließlich transformiert sie redaktionelle Workflows und Organisationsstrukturen. Das heißt, wie sieht es jetzt im Detail aus? Habe ich Ihnen hier eine große Übersicht mitgebracht mit den unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Und diese Anwendungsbereiche, wie bereits vorhin angesprochen, reichen von eben sehr einfachen, automatisierten Inhalten und beispielsweise Text-to-Speech-Anwendungen bis über die Unterstützung bei der Verifikation von Inhalten und darüber hinaus zur Generierung von Interfaces oder Chatbots. Das heißt, nachdem wir jetzt also über die doch relativ unbestreitbaren Vorteile gesprochen haben, gilt es eben auch über die Herausforderungen zu sprechen, die sowohl Sie als Rezipierende als auch die Journalisten und Journalistinnen selbst betreffen. Denn künstliche Intelligenz und vor allen Dingen generative KI bietet die Möglichkeit der potenziell endlosen Generierung von Inhalten. Und da die Technik auch immer weiter voranschreitet, wird es für das Publikum auf der einen Seite und Journalisten und Journalistinnen auf der anderen Seite immer schwerer zu unterscheiden, welche Inhalte denn nun KI generiert sind und welche nicht. Gleichzeitig müssen wir sagen, generative KI ist nicht zuverlässig in diesem Bereich, sondern führt immer wieder zu neuen Problemen, wie beispielsweise Fehlinformationen, einem Mangel auch an kritischem Urteilsvermögen und schwer zu reproduzierbaren Ergebnissen. Ein Beispiel, vielleicht haben Sie das hier schon mal gesehen, ist ein vergleichsweise harmloses Beispiel von generativer KI, das ist dieses Bild von Papst Franziskus, wie er scheinbar mit einem Coffee to go und einer Jacke von Balenciaga unterwegs ist. Dieses Bild ging damals viral durch die Medien und sorgte aber eigentlich mehr oder weniger für Belustigung. Ein anderes Beispiel bietet der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der viele Anlässe für die Medien bietet, um über ihn zu berichten. Das hier ist ein Bild, das der britische Blogger und Internetjournalist Elliot Higgins erstellt hat und auf Twitter geteilt hat. Und aufgrund dieses Textes können Sie jetzt eindeutig erkennen, dass es sich hier eben um ein mit KI generiertes Bild handelt. Gleichzeitig sehen Sie aber auch unter dem Bild ganz rechts die Anzahl der Aufrufe, knapp 6 Millionen. Das zeigt, dass auch mit diesem Bild und der entsprechenden Plattform riesige Reichweiten generieren können. Andere Akteure machen sich beispielsweise generative KI auch zunutze, um Falschinformationen ganz grundsätzlich und bewusst zu verbreiten. Das NewsGuard Tracking Center hat beispielsweise in einer aktuellen Studie über 600 Webseiten identifiziert, die KI-generierte Nachrichten produzieren in 15 Sprachen und diese dann verbreitet werden. Und diese Webseiten, die Sie dort identifiziert haben, tragen dann aber auch so generische Titel, so etwas wie iBusiness Day oder Ireland Top News
und Daily Time Update. Und in den meisten Fällen handelt es sich hier einfach um Ertragsmodelle dieser Webseiten durch Werbung, ganz im klassischen Sinne, aber eben auch eine Vielzahl an falschen Behauptungen, wie beispielsweise der Tod von Prominenten, erfundene Ergebnisse oder auch verzerrte Darstellungen von anderen Ergebnissen. Und gleichzeitig, das ist auch etwas, was wir sehen, dass diese KI-generierten Texte durchaus von Regierungen ganz gezielt als Propagandainstrumente genutzt werden. Das heißt, neben diesen Herausforderungen, dem exponentiellen Rauschen, gilt es im Umgang mit KI, drei weitere Themenfelder zu beachten. Zum einen ökonomische Herausforderungen bei der Finanzierung und dem Training der Anwendungen, der Bereitstellung einer Infrastruktur, denn oftmals gerade im Bereich der lokalen Medien fehlt es an solchen Infrastrukturen, und bei der Arbeit mit den Daten muss darauf geachtet werden, dass Verzerrungen behoben werden und Daten hier bereinigt werden. Entsprechend haben journalistische Medien eine Verantwortung im Umgang mit KI zu erfüllen, um nicht Fehler zu produzieren. Und zwar zum einen den Umgang mit Daten, und zwar den generellen Umgang mit Daten innerhalb der Redaktion. Dann haben wir die Verantwortung der Redaktionen gegenüber dem Publikum mittels einer auch transparenten Kennzeichnung und Erläuterung von KI erstellten Inhalten. Zu guter Letzt noch einen möglichen Ausblick über diese zukünftige Entwicklung des Journalismus hinsichtlich der Einbindung von KI. Gleichwohl, wie wir auch beim Kollegen Omer gehört haben, die Entwicklung ist so rasant, diese Prognostizität hier, diese Ergebnisse, das kann morgen schon wieder völlig anders aussehen. Ganz grundsätzlich können wir sagen, dass KI sich als Assistenz auch im Journalismus ganz fest etabliert hat und sie wird auch nicht wieder verschwinden. Es ist sogar eher davon auszugehen, dass die Anwendung von KI sich noch weiter steigern wird. Und gleichzeitig müssen Journalisten und Journalistinnen darauf achten, stets die Chancen und Risiken bei der Anwendung von KI abzuwägen. Wenn wir uns den Medienmarkt als eine Art Fläche einmal vorstellen wollen, so wird es in Zukunft auch hier durch die Einbindung von KI große Veränderungen geben. Zum einen haben wir hier Medieneliten, also die Big Player, die großen Medienhäuser, die auf dem Markt genug Ressourcen haben und auch bereitstellen, um in KI zu investieren. Wir haben auf der anderen Seite Lokalmedien, die aufgrund ihrer limitierten Ressourcen dann eben an den Rand gedrängt werden. Wir haben Nischenprodukte und Communities, die an dieser Entwicklung im Bereich KI ebenfalls nicht teilnehmen. Und schließlich haben wir noch die Content-Fabriken, wie sie eben vorhin kurz skizziert habe. Und zwischen diesen und den Medieneliten findet ein Kampf, oder so denke ich zumindest, ein Kampf zukünftig um die Aufmerksamkeit des Publikums statt. Auf der einen Seite die Content-Fabriken mit einer Vielzahl an Rauschen und möglichen Desinformationen und auf der anderen Seite traditionelle, etablierte, seriöse Medien, die versuchen, mit der Anwendung von KI die bestmögliche Leistung für das Publikum erzielen. Zusammenfassend kann man also sagen, es bleibt spannend, wie diese Entwicklung von KI weiter voranschreiten wird und ganz spezifisch, wie ihr Einsatz im Journalismus weitergeht. Ich danke Ihnen. Herr Eder, vielen herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Das heißt, wenn ich heute Abend noch heimgehe und mir irgendein Nachrichtenformat noch zu Gemüte führe, dann muss ich auch an das denken, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ja. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen unseren nächsten Gast vorstellen, Frau Professor Dr. Jelena Spanjol. Und auch hier nur ein paar ganz kurze Eckdaten. Sie ist nach Stationen in Chicago, Texas und St. Gallen seit 2017 Professorin und Leiterin des Instituts für Innovation Management hier bei uns an der Ludwig-Maximilians-Universität. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen mehrere Perspektiven und Ebenen der Innovation, wie beispielsweise Innovationsmotivationen, Innovationsfähigkeiten und Innovationsverhaltensweisen sowie in dieser Perspektive auch das Verhältnis von Verbraucher und Kunden. Derzeit ist sie zusammen mit Charles Noble Chefredakteurin des
Journal of Product Innovation Management. Ich freue mich ganz herzlich, Frau Spanjol, dass wir Sie gewinnen konnten, und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend an alle, die hier vor Ort sich eingefunden haben, aber natürlich digital sich im Netz dazugeschaltet haben. Und herzlichen Dank, Herr Vizepräsident Jaraus, Herr Höppe, für diese Veranstaltung und auch, dass ich so eine Innovationsmanagement-Perspektive auf das heutige Thema mitbringen darf. Wir haben sehr interessante Vorträge schon von den Kollegen Omar und Eder gehört. Ich werde mich heute Abend in meinem kurzen Beitrag nicht auf die technologischen Aspekte der künstlichen Intelligenz oder ihre besonderen Auswirkungen auf einen bestimmten Bereich konzentrieren, sondern vielmehr auf exemplarische Veränderungen, welche KI-Technologien und ihre Anwendungen für Märkte und Marktakteure besonders mit sich bringen. Starten wir zuerst mal vielleicht mit dem Verständnis von Innovation. Was heißt das Wort? Das Wort wird gerne in ganz verschiedenen Arten und Weisen benutzt. Man sagt zum Beispiel sehr oft, dass eine Person oder eine Sache sehr innovativ ist, aber man meint eigentlich Kreativität oder Neuheit. Formell definiert geht eine Innovation über die Idee oder eine Erfindung hinaus und umfasst wichtigerweise die Produktion, die Vermarktung und den Konsum oder die Anwendung einer neuen Lösung. Und diese neuen Lösungen können relativ unscheinbar sein. Denken Sie vielleicht an den letzten saisonalen Joghurt, den Sie in Ihrem Supermarkt gefunden haben. Oder diese Lösungen können auch radikal sein, meist durch Technologien ermöglicht und die Märkte neu ordnen, wie zum Beispiel, wie wir heute darüber sprechen, KI oder auch digitale Plattformen. Die Forschung im Bereich des Innovationsmanagements ist daher grundsätzlich daran interessiert, die Dynamik des Wandels, Change, in Märkten und Marktakteuren zu verstehen und zu erklären und letztendlich auch Empfehlungen liefern zu können. Das heißt, anstatt neue Technologien direkt zu untersuchen, fragt eine Innovationsmanagement-Perspektive, wie Marktakteure, das heißt Organisationen, Unternehmen, Verbraucher und politische Entscheidungsträger sich mit neuartigen Lösungen und ihren möglicherweise disruptiven Folgen auseinandersetzen. Und fangen wir vielleicht mit ein paar Beispielen aus der Forschung zum Konsum von KI-basierten Innovationen an, Chancen, Gefahren, Veränderungen. Und vielleicht werfen wir einen kurzen Blick auf zwei Aspekte im Konsum von KI-basierten Innovationen, die in unseren Alltag eingezogen sind. Und diese zwei Aspekte sind Autonomie zum einen und Ethik auf der anderen Seite. Wir wissen, dass autonome Produkte, und das können selbstfahrende Autos oder auch Rasenmäher sein, wir wissen, dass diese autonome Produkte Effizienz versprechen, Komfort für uns alle als Verbraucher. Diese Produkte übernehmen nicht nur Teile einer Aktivität durch Automatisierung, sondern arbeiten absolut unabhängig von menschlicher Aufsicht und, so das Versprechen, befreien uns alle als Verbraucher von alltäglichen, vielleicht auch lästigen Aufgaben. Jedoch ist eine Effizienz nicht immer willkommen oder auch Wertstiftung. Das heißt, wo sind die Grenzen von Wertstiftung? Das ging etwas schneller. Das heißt, autonome Produkte können als aufdringlich empfunden werden. Sie können in die Privatsphäre eindringen oder sie können in uns das Gefühl eines Kontrollverlustes stärken. Und neue Forschungsergebnisse zeigen drei Mechanismen auf, welche erklären,
wie im Konsum von autonomen Produkten Wert vermindert oder gar vernichtet werden kann, welche wir uns vielleicht etwas spezifischer ansehen sollen. Ein Mechanismus bezieht sich auf die Rolle, welche spezifische Aktivitäten in unserem Leben spielen. Das heißt, Menschen können Sinn, Zweck, Lebensmotivation aus verschiedenen alltäglichen, aber sehr körperlichen Aufgaben ziehen. Denken Sie vielleicht an alltägliche Aufgaben wie Kochen oder Putzen, die auch sinnstiftend werden können in unseren Rollen als, sagen wir, ein Elternteil. Das wird vielleicht bei einigen auf Resonanz stoßen. Daher, Effizienz durch Produktautonomie wird daher nicht automatisch geschätzt und kann in solchen Situationen sogar identitätsstiftende Erfahrungen beeinträchtigen. Ein zweiter Mechanismus, durch welchen autonome Produkte, obwohl Effizienz keinen Wert für Konsumenten darstellen, ist die Vorsehbarkeit oder die fehlende Vorsehbarkeit von Algorithmen. Und der dritte Mechanismus könnte auch sein, dass wir uns als Menschen als sehr einzigartig empfinden. Und es ist nachgewiesen durch Forschungsstudien, dass diese Einstellung, dass wir einzigartig sind, in unseren Konstitutionen, in unseren Bedürfnissen, in unseren Lebenssituationen, dass wir befürchten, dass eine KI-basierte Technologie, vielleicht in der Medizin, diese Einzigartigkeit nicht genügend in Betrachtung ziehen könnte. Natürlich verbringen wir aber auch einen großen Teil unseres täglichen Lebens bei der Arbeit, wo wir auch KI-basierte Innovationen nutzen. Im Gegensatz aber zur Nutzung von autonomen Produkten im Privatbereich ist die arbeitsbezogene Nutzung in institutionelle Strukturen eingebettet. Denken Sie zum Beispiel, in der Arbeit werden Anreize gesetzt für bevorzugte Entscheidungen und Handlungen. Schneller ist besser zum Beispiel, hat Herr Omer vorher gesagt. Und dies kann zur Herausforderung werden, wenn KI-basierte Innovationen eingesetzt werden. Im medizinischen Bereich sehen wir das eigentlich ganz gut. Das heißt, KI-basierte Entscheidungshilfen für Pflegepersonal zum Beispiel in Spitälern können mit disziplinarischen Konsequenzen verbunden sein, wenn sie nicht befolgt werden. Das heißt, Personal kann auch entlassen werden, wenn sie nicht der KI befolgt. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir auch sehen, dass vielleicht nicht notwendige Kosten, zeitliche und monetäre, als Resultat einkommen. Und dazu kommt noch die Überschätzung des eigenen Wissens, das alles kompliziert. Zusätzlich im medizinischen Bereich besonders werfen intransparente, und wir haben von Transparenz jetzt schon viel gehört, werfen diese sogenannten Blackbox-KI-Systeme die Frage nach Grenzen der Verantwortlichkeit des medizinischen Personals aus. Spezifisch wird dann diskutiert, ob Ärzte für medizinische Diagnosen verantwortlich gemacht werden können, wenn die Mediziner selbst diese Diagnosen nicht erklären und verstehen können. Wo hört der Automatismus auf? Und jüngste Forschungen auf dem Gebiet der Medizinethik erfordern eine breitere Debatte, die über die technologischen Spezifikationen hinausgeht und sich auf die Interaktion von Menschen mit KI-Technologien konzentriert. Genau der Ansatz, der die Innovationsmanagement-Perspektive auch annimmt. Gehen wir kurz rüber zu einem zweiten, vielleicht etwas weniger erforschten Aspekt, wo unser Verhalten im Konsum von KI-basierten Technologien beeinflusst werden könnte im täglichen Leben. Das ethische Verhalten. Wie Sie hier auf der Folie sehen, sowohl im Einzelhandel, etwa durch unerlaubte Produktrückgaben nach Gebrauch, als auch auf den Versicherungsmärkten, durch vielleicht dubiose Anträge, gehen so jährlich große Summen verloren. Zum Beispiel im vergangenen Jahr erlitt der amerikanische Einzelhandel Verluste in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar wegen Return Fraud, das heißt unerlaubten Produktrückgaben.
Und er stellt sich jetzt die Frage, wenn Verbraucher mehr oder weniger dazu geneigt sind, vielleicht Informationen zu fälschen, um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. In Interaktionen mit KI-getriebenen oder mit menschlichen Dienstleistern. Sie können hier Ihre Hypothese aufstellen. Was wir sehen von ersten Ergebnissen aus verschiedenen Studien, dass sich tatsächlich der Einsatz von KI-gestützten Dienstleistungsagenten, Sie haben sicherlich mit Chatbots zu tun gehabt auf E-Commerce-Webseiten, dass dieser Einsatz vielleicht unethisches Verbraucherverhalten verstärken könnte. Eine Chance, hier nochmals reinzuschauen. Und das ist vielleicht, naja, Produktrückgaben würden wir sagen, nicht so wichtig, was soll's. Aber in sensiblen Dienstleistungsbereichen, wie in der Medizin, im Recht, in Finanzen, hat dies vielleicht erhebliche Auswirkungen. Die Frage stellt sich, würden wir beispielsweise einem Chatbot einer Bank eher falsche Angaben machen, um eine bessere Bonitätseinstufung zu bekommen, als einem menschlichen Bankmitarbeiter, dem wir in die Augen schauen? Ein Punkt, den wir bei all diesen Verbraucherstudien aber nicht gut verstehen und der aus meiner Sicht sehr kritisch ist, ist die eventuelle zeitliche Befristung der Ergebnisse. Alles geht sehr schnell voran, wir haben davon schon gehört. Würden diese gleichen Studien auch in 2 oder 3 Jahren noch zu ähnlichen Ergebnissen führen, wenn sich die Technologien mehr durchgesetzt haben, in unseren Alltag gezogen sind? Veralten gewonnene Forschungserkenntnisse? Und wenn ja, wie schnell? Wie stellen wir sicher, dass wir als Wissenschaft angesichts des sich beschleunigenden Wandels mit unseren Erkenntnissen nicht zu spät kommen? In der Technologie ist das vorgegeben, bei uns Menschen und Marktakteure vielleicht weniger. Noch ein kurzer Blick auf die Produktion von Innovation, bevor ich hier ein abschließendes Wort gebe. Wie gesagt, die Innovationsmanagementforschung ist nicht nur daran interessiert, zu untersuchen, wie Verbraucher mit KI-basierten Innovationen oder Innovationen generell umgehen, sondern auch zu verstehen, wie KI Innovationsprozesse und Entscheidungen beeinflussen könnte und sogar jetzt schon beeinflusst. Wir wissen schon aus zahlreichen Publikationen, dass Innovationsentscheidungen, Prozesse mit oder ohne KI, Investitionen mit sehr großer Unsicherheit behaftet sind. Wir können die Zukunft nicht voraussagen. Einige Studien zufolge scheitern bis zu 90% der neuen Produkte am Markt. Das heißt, sie erfüllen irgendwelche Erwartungen nicht von Konsumenten, Verbrauchern, aber auch von Unternehmen und werden daher wieder eingestellt nach großen Investitionen. Und es ist daher nicht verwunderlich, dass sich Unternehmen eher auf das gut verstandene Tagesgeschäft konzentrieren, als dass sie risikoreiche Innovationen in Angriff nehmen. Das ist natürlich eine Generalisierung. Aber bis radikale Innovationsprojekte Früchte tragen, können Jahre oder Jahrzehnte vergehen. Das sehen wir natürlich hier im KI-Bereich besonders gut. Und in diesem Zeitraum, in dem die meisten Manager von irgendwelchen KI- oder Innovationsprojekten dann die Früchte sehen, sind sie schon längstens weg. Das heißt, die meisten Manager sind aus den entsprechenden Entscheidungspositionen ausgeschieden oder sogar haben das Unternehmen schon verlassen. Und die Anreizstrukturen liefern für Entscheidungsträger daher oft keine Motivation zur Innovation. Und hier kann auch KI gut eingesetzt werden, weil was möglich wird, ist eine Beschleunigung von Prozessen, Individualisierung. Ich glaube, Herr Omer, Sie haben vorher sehr gut dazu gesprochen. Das kann bei der Ideengenerierung eingesetzt werden, um Teams, Innovationsteams schneller zu Erkenntnissen über den Markt zu schaffen. Unter einer Reihe konkurrierender Ansätze können KI-Tools Verzerrungen und subjektive Tendenzen im Entscheidungsprozess überwinden
Und umfassende Kundendaten können natürlich genutzt werden, um Angebote und Kommunikationen während der Markteinführung zu optimieren und so die Chancen auf Akzeptanz zu erhöhen, das heißt die Einsatzmöglichkeiten von KI in Innovationsproduktion reichen von unterstützend bis hin zu vollständig KI-geführten Prozessen. Die letzte Frage heute in meinem Vortrag ist natürlich, was ist wünschenswert? Diese Frage haben wir alle heute gestellt. Und diese bleibt offen und reicht von urheberrechtlichen Erwägungen bis hin zu umfassenderen ethischen Bedenken und gesellschaftlichen Auswirkungen. Und die Meinungen gehen ja je nach Perspektive der Beteiligten auseinander. Es ist auch wichtig, hier festzuhalten, dass es kein One-Way gibt. Das heißt, es gibt keine Patentlösung, die für alle passt. Ich werde Ihnen vielleicht hier nur noch kurz ein paar Daten aus diesem Edelman Trust Barometer, ein Vertrauensbarometer, eine jährlich durchgeführte Befragung, groß angelegt, in mehreren Ländern durchgeführt. Diese zeigte schon in 2015 ein deutliches Misstrauen gegenüber Innovationen. Die Mehrheit der Befragten, besonders in Deutschland, waren der Meinung, dass sich Produkte und Geschäftsmodelle zu schnell verändern würden. Die neueste Umfrage wurde vor kurzem publiziert und auch in Davos vorgestellt. Und diese Ergebnisse zeigen auf, wie wichtig transparentes Innovationsmanagement im Bereich von KI ist für uns alle, als Verbraucher, aber auch als Gesellschaft generell. Von mehr als 32.000 Befragten aus 28 Ländern haben über 40% gesagt, sie hatten kein Vertrauen in Unternehmen bei der Einführung von Innovationen in die Gesellschaft. Die Politik und NGOs haben noch schlechter abgeschnitten. Ganze 50%, also jede zweite Person, traut der Wirtschaft nicht zu, die korrekten oder guten Innovationen in der künstlichen Intelligenz auf den Weg zu bringen. Und 35% gaben an, dass sie Innovationen auf der Grundlage der künstlichen Intelligenz vollständig ablehnen, was für mich schockierend war. Als Vergleich, nur 13% lehnen, ist auch besser so, Innovationen im Bereich der grünen Energie ab. So, der Deutsche Ethikrat spricht und unterstreicht daher, dass es nicht genügt, nur die Technologien zu verstehen, aber auch die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Technik sowie gesellschaftliche Effekte. Und im Innovationsmanagement ist der Ansatz von Responsible Innovation, das heißt verantwortungsvollem Innovationsmanagement, genau auf diesen Bedarf ausgerichtet. Zwei Aspekte im Abschluss, klar, die aus dem jetzigen Stand der Forschung hervorgehen. Noch stehen wir als Menschen im Mittelpunkt der Entwicklung einer Innovation, besonders im KI-Bereich. Und es ist wichtig, dieses menschliche Element nicht aus den Augen zu verlieren. Bevor ich jetzt mich verabschiede, 150 Jahre zurückgespult, machen wir diesen kleinen Sprung zusammen. Da war keiner von uns hier, aber aus, wie Sie sehen hier, gab es dort auch schon Bedenken zu neuen Technologien. There is not the slightest doubt that bicycle riding leads to weakness of mind, general lunacy and homicidal mania. Ich glaube, wir würden jetzt alle lachen und fänden es lächerlich, dieses Argument, dass Fahrradfahren zu Geisteskrankheiten und Kriminalität führt. Ja, wir können da lachen, aber natürlich, hindsight is 2020. Doch damals waren tatsächlich die Veränderungen, welche diese Technologie mit sich brachte, insbesondere für Frauen, bemerkenswert. Der größte Unterschied hier ist, zwischen dem Fahrrad oder anderen industriellen Technologien, auch die digitalen Technologien, die vorher erwähnt wurden, ist, dass wir sie in irgendeiner Form noch verstanden haben. Wir müssen erkennen, dass wir uns als Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt mit einer mächtigen Technologiewelle auseinandersetzen und dass Sensibilisierung, Transparenz, ein offener Diskurs mit vielen Perspektiven unumgehbar sind. Und die heutige Veranstaltung ist ein sehr schöner Beitrag dazu. Herzlichen Dank.
Liebe Frau Spagnol, vielen herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag und vielen Dank für das Kompliment. Ich muss das Kompliment aber zurückgeben. Während Ihres Vortrags haben Sie mich dazu gebracht, mal mein eigenes Verhalten zu befragen gegenüber künstlicher Intelligenz oder menschlicher Intelligenz. Aber über die Ergebnisse meiner Selbstbefragung schweige ich jetzt lieber. So, dann können wir jetzt in unsere Diskussion einsteigen. Ich bekomme hier im iPad die Fragen aus dem Publikum. Zuvor würde ich ganz gerne selber noch eine Frage stellen. Als Kulturwissenschaftler fällt mir das natürlich besonders auf, dass die Diskussion um KI so bestimmte Extrempositionen auch besetzt, nämlich auf der einen Seite Utopie, auf der anderen Seite Dystopie, auf der einen Seite das Heilsversprechen, auf der anderen Seite die Prognose auf Katastrophe oder Apokalypse, KI übernimmt dann doch die Weltherrschaft. Dass Sie mit Ihrer Expertise nicht auf diesen Zug aufspringen, das war erwartbar. Dennoch sind Sie ja auf Tendenzen, die in diese Richtung deuten können, eingegangen und haben das auch tatsächlich eingefangen. Ich würde Sie ganz gerne fragen, in Ihrer Beschäftigung mit KI, wo gab es da einen Moment, vielleicht auch so einen Heureka-Moment, wo Sie gesagt haben, naja, also der Punkt, der eröffnet Perspektiven oder der Punkt, der ist genau wichtig, weil davor müsste man eigentlich Menschen warnen. Gab es einen solchen Punkt in Ihrer Beschäftigung mit KI? Doch. Ich kann gerne vielleicht, Sie haben vorher erwähnt, dass ich Rezensentin bin, also Herausgeberin von Editor-in-Chief, Co-Editor-in-Chief von dem Journal of Product Innovation Management. Und dort ist tatsächlich die Notwendigkeit ganz klar hervorgekommen, dass wir uns mit dieser Technologie in der Wissenschaft, besonders mit den vielen Retractions, die wir sehen, also das heißt mit Studien, die zurückgenommen werden, weil sie entweder nicht richtig produziert wurden, ethisch etc. oder falsche Daten drin haben, etc. etc. Und wir sind jetzt momentan als Wissenschaftler und Herausgeber von diesen Academic Journals, die ja unsere Welt darstellen und auch uns nach vorne bringen, etwas ohne Tools, um sich wirklich effektiv mit der generativen KI besonders effektiv auseinandersetzen zu können. Das heißt, zu sehen, was kommt rein in diese Journals. Also wir haben so ungefähr 700 bis 800 Manuskripte, die reinkommen. Das ist vielleicht nicht so viel wie bei den Informatikern, aber es ist eine beträchtliche Zahl. Die alle müssen evaluiert werden. Wie machen wir das am besten? Was heißt das für unsere Wissenschaft, wenn wir jetzt Wissen oder Publikationen generieren? Also dort wurde dann schon für mich klar, wir brauchen Tools, wir haben diejenigen nicht. Und von der Management-Perspektive, denke ich, sind die Publishers, die großen Publishing-Houses, haben nicht so viel Interesse gezeigt, dort wirklich zu investieren oder wenigstens die Editors zu unterstützen. Mhm. Da braucht es noch ganz viel. Lassen Sie mich zwei Punkte kurz aufgreifen. Das eine hatte ich eben schon gesagt. Was mich besorgt hatte, war eine systemische Abhängigkeit von der Technologie und insbesondere Deliverern von dieser Technologie, die im Ausland sitzen und nur einige wenige sind. Und man kann sich vorstellen, was das dann für eine Gesellschaft bedeutet. Wir hatten das bei Öl und Gas gesehen und ähnlichen Dingen. Wir reden viel über Regulierung, aber wenn wir systemische Abhängigkeiten haben und bei uns das Licht ausgeht, dann macht man Kompromisse, die man vielleicht sonst nicht eingehen wollte. Das waren alles und viele weitere damit zusammenhängende Dinge, die mich ein bisschen Sorgen getragen haben. Im letzten Jahr gab es da ja einige Diskussionen dazu und man hat gesehen, dass in der Agenda darunter immer noch mal ein paar andere Dinge mitgegangen sind. Ein anderer Punkt ist, dass nicht nur die künstliche Intelligenz, von der wir heute sprechen, sondern schon das maschinelle Lernen in der Runde davor auf viele Dinge aufgesetzt hat, die in der Öffentlichkeit in dieser Breite nicht diskutiert worden sind. Und erst als wir unseren Algorithmus transparent gemacht haben, diskutiert worden ist zum Beispiel,
ach, wie ist das eigentlich mit den Trainingsdaten und Ähnlichem? Wir wissen alle, dass die großen Firmen im Silicon Valley nicht einfach so aus Lust und Liebe E-Mails und was auch immer for free angeboten haben, sondern dass die Daten, die sie hineingefüttert haben, für die von großem Wert gewesen sind. Das ist erstaunlich wenig reflektiert worden, bis auf einmal jeder diese Technologie selbst nutzen konnte und sehen konnte, ach, das geht, das kommt heraus, also dadurch zum einen eine Awareness produziert hatte, was macht das mit mir? Erst wenn man das selbst anfassen kann, hat es bei vielen Leuten Klick gemacht und es war nicht mehr abstrakt. Aber dieser zweite Punkt, wie sieht das mit Kundschaften, mit Medienhäusern und so weiter aus, die diese Daten eingespeist hatten? Das Problem ist ja nicht neu, aber erst dadurch, dass mal eine Technologie transparent war und man hineinsehen konnte, in unserem Fall, ach, so sieht das aus, wurden gewisse von diesen, wie ich finde, gesellschaftlich relevanten Fragestellungen für eine Technologie, die jetzt sich immer mehr in der Gesellschaft in der Breite zeigt, öffentlich diskutiert. Und ich glaube, da gehört sowas hin. Das entscheidet ja nicht eine einzelne Firma oder Ähnliches. Das muss, glaube ich, von öffentlich gewählten Personen diskutiert werden, die für die Gesellschaft in ihrer Breite stehen. Mhm. Ja, also gerade dieser Punkt der Abhängigkeit ist sehr interessant, weil es trifft die Medienhäuser ja als solche auch. Also Plattformabhängigkeit von Google und Ähnlichem, das diskutiert man im Journalismus seit es das quasi gibt. Und jetzt mit allen möglichen KI-Tools, die mit reinspielen, haben wir diese Diskussion ja eigentlich wieder. Also auf der einen Seite haben wir dann den Springer-Konzern, der sagt, wir gehen mit OpenAI eine Kooperation ein, wir haben vor, große Teile der Belegschaft auf längere Sicht damit zu ersetzen, zumindest in den kleinen Redaktionen. Und auf der anderen Seite haben wir dann solche Medienhäuser wie die New York Times, die sagt, jetzt verklagen wir sie, weil unsere Inhalte einfach zum Training für diese Anwendung genutzt wurden. Also Geschichte wiederholt sich nicht unbedingt, aber sie reimt sich zumindest in diesem Sinne auf den Journalismus bezogen. Und das macht Sorge, weil es kann in die eine Richtung und in die andere Richtung gehen. Und aktuell haben wir eben Aushandlungsprozesse, also ich spreche zumindest mal für den Journalismus, mit einem relativ offenen Ausgang, in welche Richtung es geht. Ob die Medienhäuser als solche aufwachen und sagen, wir möchten wieder Herr über unsere eigenen Daten sein, wir möchten mit diesen Daten auch in irgendwelche Art und Weise Umsätze erzielen, die wir auch dringend brauchen, wie ich in der Präsentation gesagt habe, es geht ihnen schlecht. Oder auf der anderen Seite, dass sie sagen, ja, wir gehen diesen Handel ein, wir geben diese Daten heraus und wir ziehen daraus dann unseren Nutzen. Wir sind bereit, diesen Schritt zu gehen, so wie man ihn vorher bei Google und Ähnlichem bereits gemacht hat und damit auf lange Sicht nicht so gut fuhr. Ja, vielen herzlichen Dank. Eine Frage schließt, glaube ich, an diese Diskussion relativ direkt an. Jemand fragt, wenn Sie dieses Spannungsfeld, Herr Ommer, aufgemacht haben zwischen Monopolisierung und Demokratisierung, wo ist denn da die akademische Forschung zu situieren? Und es geht weiter in der Frage, und kann man angesichts dessen jungen Forschenden noch empfehlen, in die akademische KI-Forschung zu gehen? Interessante zwei Fragen. Die akademische Forschung war grundsätzlich in diesem Bereich eigentlich immer auf transparent gepolt, alleine um Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Wenn man irgendwas abgeschlossen als schwarzen Kasten verkauft und sagt, die Katze im Sack, die tut aber das, was ich sage, dann ist das aus wissenschaftlichen Gründen und der Reproduzierbarkeit, die eigentlich eingefordert wird, etwas sehr Kompliziertes. Dazu soll gesagt sein, dass der Grund, warum wir diese rapide Entwicklung im Deep Learning, der künstlichen Intelligenz, der generativen künstlichen Intelligenz im Moment haben, ist der Grund, dass wir sehr schnell jetzt auf Schultern von Giganten, nämlich der Generation davor, gestanden sind. Erst seitdem diese Algorithmen dann öffentlich gemacht worden sind, konnte die nächste Generation von Veröffentlichungen darauf aufbauen, musste das Rad nicht mehr neu erfinden. Und wir sehen jetzt Beispiele genau davon, wie sich das als solches auswirkt. Der zweite Teil ging, glaube ich, auf dieses Spannungsfeld. Können Sie noch mal kurz sagen? Also der zweite Teil bezog jetzt die jungen Wissenschaftler. Ach so, ja genau. Wie sieht es mit der Wissenschaft in der Zukunft aus? Das war ein Grund, warum wir uns ja genau entschieden haben, leistungsfähige Modelle kleiner zu machen.
weil wir genau gesehen haben, dass wenn die Entwicklung so weitergeht, dann sind wir alle hier im akademischen Bereich, aber auch bei vielen weiteren Firmen out of business. Dann werden nur noch einige wenige große Firmen, die Sie kennen, das Geld und die Ressourcen haben, um die Entwicklung weiterzutreiben. Und meine Frage war damals, wie können wir dafür sorgen, dass in der Breite der Forschung, der universitären, aber auch der industriellen Forschung in kleineren Firmen, diese Technologie weiterentwickelt werden kann. Dass nicht eine wenige das Monopol haben, sie auszuführen, aber auch vor allen Dingen darüber entscheiden, in welche Richtung diese Technologie weiterentwickelt wird. Und das ging mit so Ansätzen wie unserem, ja, bei dem große Modelle so klein gemacht werden, dass jeder auf einmal wieder mitentwickeln kann, diese Technologien auch absichern kann, ihre Probleme erforschen kann, geht dadurch, denke ich, deutlich besser. Und deswegen finde ich diese Richtung als solche spannend. Also von daher haben sich neue Chancen aufgetan, die vorher nicht als solche da waren. Herr Eder, es gibt aus dem Publikum eine Fundamentalfrage, die ich gerne an Sie weitergeben würde. Und diese Fundamentalfrage lautet, ist Journalismus nicht redundant, wenn man nicht mehr zwischen KI-generiertem Journalismus und echten Tatsachen, also wahrscheinlich Vermittlung echter Tatsachen, unterscheiden kann? Ja, Journalismus als solcher ist damit nicht redundant. Vielleicht die Frage, die sich daran anschließt, ist eigentlich, über welche Inhalte wir sprechen. Wenn wir über, und da, diese Anwendung gibt es ja schon seit vielen Jahren, wenn wir darüber sprechen, wie wird über das Wetter berichtet, wie wird über das letzte Fußballspiel berichtet, dann sind es Informationen, die kann ich mit einer generativen KI umsetzen. Da brauche ich nicht mal eine generative KI, dafür gibt es ganz normale Automatismen. Wenn wir aber sagen, wir möchten eine tiefgehende Recherche, wir möchten ein Thema aufarbeiten, wir möchten ein Thema verstehen, wir möchten es aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten, wie wir das beispielsweise in der Politik ja eigentlich ständig sehen, auch in der aktuellen Debatte sehen, dann braucht es den Journalismus. Und an der derzeitigen Stelle, an der wir uns befinden, kommt KI nicht heran, um solche Rechercheprozesse und solche mehrstufigen Verfahren auch für sehr komplexe Zusammenhänge durchzuführen. Da wird sie wahrscheinlich auch nie hinkommen so richtig. Und da braucht es einfach noch den Menschen. Das heißt also, der Journalismus als solcher ist wichtig, einfach um diese Aufgabe, diesen Mehrwert zu schaffen. Und auf der anderen Seite, klar, die KI unterstützt es. Und die Unterscheidung, zumindest, das war eigentlich so die Frage, können wir, wenn wir es nicht mehr unterscheiden können, wie ist das eigentlich? Die Unterscheidung, was ist Mensch geschrieben, was ist Maschine geschrieben, die ist einfach noch sehr, sehr, sehr deutlich. Gerade wenn man dann sagt, okay, man hat Langformen, man hat Recherchen, die auch über mehrere Artikel gehen, die ein kohärentes Bild entwickeln, das kann einfach die KI nicht leisten. Also wir werden diese Unterscheidung nach wie vor auch zukünftig haben. Wenn ich kurz nur anknüpfen darf, ja. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz gerade den Qualitätsjournalismus, den wir haben wollen, fordert und gewisse Dinge, das hatte ich eben mit dem Vergrößerungsglas versucht kundzutun, die vielleicht nur reproduzieren, was schon vorher da war, diese Mühlen, die gerade eben auch erwähnt worden sind, die vielleicht zu einem Teil beiseite räumt und obsolet macht. Aber wenn Sie sich kritische Dinge anschauen, nehmen wir den, auf den Medientagen hatte ich euch die Opening Keynote gegeben, den MH17, den traurigen MH17-Abschuss über der Ukraine, dann waren die Recherchen von Bellingcat und anderen so, dass die vor Ort gegangen sind, Haustür zu Haustür, Leute gefragt haben, sich angeschaut haben, wie sieht das dort aus. Das war nicht einfach, dass Nachrichten, die schon da waren, neu umgeschrieben worden und wieder herausgebracht worden sind. Und diese Recherchen, bei denen mit Menschen gesprochen wurde, von Journalisten, von Menschen, mit Menschen gesprochen worden sind, vor Ort recherchiert worden sind, das wird nicht durch eine KI ersetzt, die einfach nur Daten, die schon da sind, einfach nur nochmal neu verpackt. Und da sehe ich eine große Herausforderung und einen großen Wert auch von Journalismus, wenn in dieser Richtung weitergearbeitet wird. Und vielleicht auch daran anknüpfend, wir sehen es ja gerade bei großen Rechercheverbünden, da, wenn wir dann große Datenmengen haben, da kann die KI dann eingreifen und kann sagen, okay, wir versuchen Muster in diesen großen Datenmengen in irgendeiner Art und Weise zu finden. Und da unterstützt sie dann auch im besten Sinne den Qualitätsjournalismus. Und das ist eigentlich, wo wir hingehen sollten. Eben ein Instrument, ein Werkzeug unter vielen für den Journalismus. Es gibt eine Frage an Sie, Frau Spagnol, die das Verhältnis von KI und Vertrauen in Verbindung bringt. Und das können wir dann, glaube ich, nochmal in der Runde verallgemeinern. Also die konkrete Frage lautet, kann es sein, dass dieses fehlende
Vertrauen der Verbraucher auch mit eventuell noch fehlender Digital Literacy zusammenhängen könnte. Mhm. Ist das der Weg, dieses Vertrauen oder dieses Verhältnis von Vertrauen und KI zu entspannen? Das ist eine ganz interessante Frage. Vielleicht nur, um auszuholen, was ich besonders interessant an diesen Resultaten fand, ist, dass es keine Unterschiede gab zwischen den Antworten dieser generellen Skepsis und fehlendem Vertrauen in Innovationen in KI durch Unternehmen in den Markt eingeführt. Es gab keine systematischen Unterschiede zwischen Altersgruppen, es gab keine systematischen Unterschiede in dieser Skepsis und fehlendem Vertrauen zwischen Männern und Frauen. Es gab auch keine anderen irgendwie systematischen Unterschiede außer der politischen, wenn ich mich richtig erinnere, politischen Ausrichtung links, rechts. Was ganz interessant ist, weil es würde nämlich die Hypothese, dass es nur um Literacy geht, also das Verständnis, würde dann natürlich mit dem Alter korrespondieren. Das heißt, ältere Menschen würden dann vielleicht mehr Skepsis haben als jüngere, die, man kann argumentieren, etwas mehr Digital Literacy haben. Das heißt, mein Sohn, der 14 Jahre alt ist, geht ständig mit diesen Technologien um und meine Mutter weniger. Das ergab diese Umfrage nicht. Das heißt, es ist etwas mehr. Kann natürlich Digital Literacy und Literacy im Generellen mit Technologien etc. mehr gefördert werden und auch hilfreich sein, natürlich. Aber ich glaube, es ist nicht die einzige Erklärung, es ist nicht der einzige Faktor. Es sind die Systeme, in denen wir eingebettet sind. Also es ist nicht nur Literacy, es geht auch darum, zu hinterfragen. Und ich glaube, von dort kommt auch etwas die Skepsis. Wer kontrolliert welche Algorithmen und wie werden Entscheidungen in dieser Welt gemacht? Wie betrifft das mich, wie betrifft das alle anderen? Ganz interessant, nur als Nebensatz hier beigefügt, dann gebe ich gerne an die Kollegen weiter. Das Vertrauen, wer soll vertraut werden, also an wen kann ich mein Vertrauen geben, mit Blick auf Innovationen im KI-Bereich. Das sind Wissenschaftler und Peers, also Leute, die in meinem Freundeskreis, so wie ich sind, auf gleicher Ebene mit Blick auf Vertrauenswürdigkeit. Das ist eine wichtige Einsicht, weil es geht dann zurück zum, es geht nicht nur um Literacy. Also erklären ist nicht nur die Lösung. Ja, Literacy ist natürlich etwas, was sicherlich wünschenswert wäre, gerade im KI und digitalen Bereich, aber wie Sie schon gesagt haben, ist das, glaube ich, nicht der einzige Punkt. Es wird zu Recht viel über Fake News und ähnliche Dinge diskutiert und in dem Zusammenhang ist mir wichtig hervorzuheben, dass Grundprobleme, wieder dieses Vergrößerungsglas, Probleme waren, die schon die ganze Zeit existiert haben. Menschen haben auch in der Vergangenheit gelogen und haben auch in der Vergangenheit Technologie dafür verwendet. Sie hatten nur eine beschränkte Reach, eine beschränkte Reichweite gehabt, um diese Lügen zu verbreiten, hatten ein paar Freunde gehabt, an die sie weitergeben konnten. Das kommt jetzt nicht erst seit der generativen KI, dass wir Netzwerke haben, mit denen einzelne Menschen eine Reichweite erreichen können, bei denen viele Medienhäuser stolz drauf wären, wie sie erreichen würden. Gleichzeitig wird vieles davon immer noch unter privater Meinung verbucht, wobei es für die Presse, die dieselbe Reichweite hat, sowas wie ein Pressekodex und Ähnliches gibt. Konsequenz davon ist, dass wir soziale Wesen sind, die aus einer Gesellschaft, aus einer Zeit kommen, bei denen wir davon gelebt haben, dass wir von der direkten Interaktion miteinander profitiert haben. Wenn einer einmal gelügt hat, dann hat man dem sprichwörtlich danach vielleicht nicht mehr so geglaubt. Dem sind sie morgen wieder über den Weg gelaufen. Das hatte soziale Kosten gehabt und hat für eine gewisse Regularisierung gesorgt. Wir haben das in ein neues Netzwerk, was sich sozial nennt, integriert, was mit gewissen Problemen einhergeht, nämlich dass dieses Feedback nicht mehr da ist. Es
Sie konnten mit ihren Nachbarn, in denen sie im Dorf vielleicht früher gelebt hatten, die konnten sie nicht einfach austauschen, wenn das nicht gepasst hatte. Da gab es dieses direkte Feedback. Heutzutage tauschen sie den virtuellen Freund einfach aus durch jemand anders. Aber so funktioniert soziale Interaktion typischerweise nicht und diese Penalty funktionieren nicht. Und das führt dazu, dass ich denke, dass Vertrauen nicht in dem gleichen Maße skaliert wie diese Vernetzung und ähnliche Dinge, die wir haben, und wir vielfach die Probleme davon jetzt ernten, die wir dabei gesehen haben. Da gibt es Gegenmaßnahmen dazu, aber das sollte man dabei berücksichtigen, dass das wieder Probleme sind, die eigentlich schon vorher da gewesen sind und die durch diese Technologie natürlich zusätzlich noch verstärkt worden sind. Denn sie kümmert es vermutlich weniger, mit welcher Technologie Falschmeldungen bereitet werden, als dass die diese enorme Reichweite in sehr, sehr kurzer Zeit erreichen können und nicht eine Penalty-Funktion zurückgibt. Ja, vielleicht auch daran anschließend zur Frage Brennglas und Probleme, die vorher da waren. Also das Gleiche, das sehen wir auch im Journalismus. Also wenn wir mit Journalisten und Journalistinnen sprechen, dann stellen wir auch hinsichtlich der Anwendung oder des Einbezugs von KI fest, dass wir durchaus auch eine Art neue Digital Divide haben. Also wir haben die alteingesessenen, lang gedienten Schlachtrösser des Journalismus, die interessieren sich nicht, vielleicht ist es falsch so formuliert, sie interessieren sich schon dafür, haben aber in gewisser Weise eine Art Berührungsangst mit der neuen Technologie. Und die sagen, das haben wir früher schon nicht gemacht und wir sind früher mit unserem Notizblock bildlich gesprochen rausgegangen und haben es aufgeschrieben. Das brauchen wir alles nicht, weil wir haben vorher schon guten Journalismus gemacht. Das gibt uns irgendwie keinen Mehrwert. Und da auf der anderen Seite haben wir dann junge Leute, vornehmlich junge Leute, Leute, die frisch aus dem Volontariat kommen, die sagen, wir sehen das als große Chance. Und da gibt es dann auch innerhalb der Redaktion einfach einen Clash. Den hatten wir vorher dann schon mit Internetrecherche und Ähnlichem und das setzt sich jetzt fort mit solchen neuen Technologien und dann ihrem Einzug. Und gerade innerhalb der Redaktion und bei je kleiner die Redaktion, umso größer diese Diskussion, die dort stattfindet, da finden auch Aushandlungsprozesse statt. Und die große Herausforderung ist es dann, solche Gräben, die sich wirklich auftun, man muss es sprichwörtlich so sagen, auch zu überbrücken, um dann auch eine Zukunft mit diesen Technologien zu haben, weil sie sind ganz deutlich sinnvoll beim Einsatz. Also man sollte sie einsetzen. Und ja, da müssen die Medienhäuser auch aktiv werden, um da Vertrauen, da sind wir wieder, in solche Technologien herzustellen. Ich würde das Spiel ganz gerne nochmal spielen und über Sie, Frau Spagnol, nochmal eine Frage in die ganze Runde geben. Und ich fasse dabei eine ganze Reihe von Fragen aus dem Publikum zusammen. Da könnte man jetzt die Überschrift drüber setzen, KI und Innovation. Und Innovation verstanden als eine ganz grundsätzliche Kategorie menschlichen Lebens, also menschlicher, gesellschaftlicher Entwicklung und auch im Hinblick auf die Sichtweise von Innovation auch als ästhetischer Kategorie. Also was passiert, wenn KI eine wesentliche Konstituente des Menschseins übernimmt, nämlich die Kreativität? Ist diese Frage überhaupt zu voraussetzungsreich gestellt? Und wenn nicht, kann man sie beantworten? Wie würden Sie damit umgehen? Also es gibt Fragen zum Urheberrecht bei den Bildern, bei dem Beispiel, das Sie gezeigt haben. Und. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Fülle von Aspekten, die sich da andocken lassen. Breite Frage, sehr interessante Frage. Ja. Man kann die von verschiedenen Aspekten beleuchten. Ich glaube, mit Kreativität und was wir vielleicht heute Abend nicht so stark besprochen haben, es kam auf das eine oder das andere Mal, gehen natürlich auch Ownership Questions, also Fragen des Urheberrechts, Fragen der, wem gehört eigentlich der kreative Output, ob das jetzt in der Musikbranche ist, in anderen irgendwie Kunstbranchen, man kann da generativ in viele Richtungen denken. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die sich jetzt immer wieder stellt. Also in der Musik sehen wir natürlich einige ganz interessante Aspekte der kreativen, sagen wir mal, Exploration. Das heißt, da sind Künstlerinnen und Künstler unterwegs und die sagen, ich stelle jetzt alles raus
von meinem Katalog und lade sozusagen die ganze Welt ein, meine Musik neu zu interpretieren, gebe dann vielleicht auch meine Stimme damit rein, etc. Das ist natürlich, das potenziert, das skaliert, das bringt neue Facetten der Kreativität hervor durch Technologie. Was aber, glaube ich, noch nicht geklärt ist und weil wir in einem marktbasierten System leben, ist die Frage, wem gehört das Generierte? Nicht nur die Daten, die auch benutzt werden und ich glaube, dort gibt es ganz viele Fragen, die noch offen stehen. Das sehen wir natürlich auch in einigen Rechtsverfahren, die jetzt momentan gehen, aber ich glaube, man hat so diese zwei Aspekte, die man betrachten muss, also eine ganz unglaubliche, enorme Kreativitätswelle, die möglich ist, man kann neu interpretieren, kreieren, also Kreativität, verschiedene Aspekte kreieren, aber dann im Nachhinein bricht manchmal unser jetziges System mit in den kreativen Branchen, das Rechtssystem, besonders mit Urheberrechten, etwas zusammen. Weil es ist ja auch in der Musikbranche, wenn wir auch ohne KI und generative KI uns einige Rechtsverfahren anschauen, wie da gesagt wird, was eine neue Kreation ist in der Musik und was eine Reinterpretation ist oder eine Kopie. Da sind Nuancen drin. Also ich glaube, das wird uns dann nochmals fordern oder fordert schon auch die kreativen Branchen, hier spezifisch Musikbranchen. Vielleicht direkt dazu. Unser Rechtssystem in Deutschland und Europa hat ein paar von diesen Fragen eigentlich schon vorher beantwortet gehabt, von daher stellen die sich nicht so direkt. Wir erwarten eine gewisse Schaffenshöhe, die dadurch gewährleistet ist, dass der Mensch integriert ist, also ein Computeralgorithmus, der alle Bilder der Welt aufsummiert oder durchiteriert, der hat natürlich kein Copyright, kein Schöpfungsrecht an all diesen Werken. Und ich habe mit vielen KI-Künstlern diskutiert, die diese Technologie einsetzen, um ihre Arbeit als solche zu bereichern, zu verbessern. Man kann sich das vorstellen, der erste Entwurf ist nicht der beste, man kann viele Entwürfe gegeneinander stellen, kann kreativ explorieren, die nebeneinander setzen, um dann Ideen auszuprobieren, Ähnliches. Dazu könnte man viel sagen, aber um das vielleicht abzukürzen, was mir in dem Fall wichtig ist, dass wir uns schon lange gefragt haben, was ist kreativ, was ist Kunst und ähnliche Fragen. Und dann sich natürlich automatisch die Frage stellt, wird das jetzt verschwinden, wenn ein Computer das macht? Dazu finde ich es interessant, dass Menschen anscheinend keine Mühen scheuen, um irgendwelche Museen am anderen Ende der Welt zu gehen, um irgendwelchen Superstars zuzuhören, die anscheinend schon Erdbeben erzeugen können, so viele Leute kommen in ihre Konzerte hinein. Warum machen wir Menschen das, wenn wir zu Hause doch irgendwie ein audiovisuelles System haben auf unserer eigenen Couch, bei dem wir vermutlich Dinge besser hören und sehen könnten. Man stellt sich nur so Museen vor mit 100 Leuten, die davor stehen und dann heißt nur schnell weitergehen, ja, wenn du irgendwie Starry Night gesehen hast im MoMA oder ähnlichen Dingen. Warum machen wir das? Es ist ja nicht so, dass es da neu wäre, was wir dort sehen würden. Dieses Rudelschauen bei WMs oder Ähnlichem. Irgendwie scheint es uns schon, dieses Original einen ganz besonderen Wert zu haben. Schauen Sie sowas wie die Beltracchi-Fälschung zum Beispiel an. Da hat jemand nicht nur ein einzelnes Bild gefälscht oder in diesem Fall erfunden, er hat ein ganzes Oeuvre eines Künstlers erfunden. Das war handwerklich enorm gut gewesen, es war enorm kreativ, was dort gemacht worden ist. Und anstatt, dass er viel Geld bekommen hatte, ist er dafür, zu Recht nach unserer Rechtsvorstellung, in den Knast gewandert. Wir messen dem Original dementsprechend also eine ganz besondere Bedeutung zu. Und ich glaube, das Bottomline davon ist schlussendlich, dass es macht für uns einen Unterschied, ob dort eine Maschine drin ist oder ob das ein Algorithmus gewesen ist. Wenn ein Mensch das mit dem Algorithmus macht,
Das macht nochmal etwas anderes aus. Aber wenn das Einzelne kein Unikat mehr ist, sondern beliebig durchführbar und reproduzierbar ist, dann wird das für uns in Zukunft auch etwas ausmachen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, so wie es neben den entsprechenden Fastfood-Restaurants, wo Sie vielleicht billig und schnell irgendwie Kalorien zu sich führen können, das auch nicht dazu geführt hat, dass die anderen Restaurants hier bei uns in der Stadt ausgestorben werden, so wird das in Zukunft auch mit menschlicher Kunst, ob das jetzt Bilder sind oder ob das Musik sein wird, wird das auch dort nicht verschwinden dadurch. Dann das Gleiche gilt ja auch für den Journalismus. Also das ist ja auch etwas, was eben stattfindet. Also die KI oder eine Anwendung in diesem Sinne macht einen Textvorschlag. Der Journalist, die Journalistin nimmt den Textvorschlag auf, sagt, da möchte ich noch gerne was verschieben, da möchte ich noch ergänzen, da möchte ich es umschreiben. Das ist aktuell der Alltag. Also es ist eine Unterstützung. Es ist einfach wieder ein Tool, um das voranzubringen. Aber die Leute möchten echte Kreativität sehen. Und sie möchten eben sagen, okay, dieser Text ist kreativ oder dieses Bild oder dieses Musikstück ist kreativ von einem anderen Menschen verfasst worden, geschrieben worden, designt worden. Da sind wir auch wieder bei der Frage des sozialen Wesens. Menschen sehen gerne Dinge, die von anderen Menschen gemacht werden, was auch immer das dann ist, ob es ein journalistischer Text ist oder das Auto oder das Gericht, was sie irgendwo sehen. Also von daher, ja, Kreativität ist auch ein weites Feld, was das angeht. Aber als Tool definitiv eine Unterstützung zur menschlichen Kreativität oder zur Erweiterung menschlicher Kreativität. Mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, unsere Abschlussfrage. Wenn vom heutigen Abend ein Satz, eine Idee oder vielleicht auch nur ein Schlagwort übrig bleibt, was wäre das aus Ihrer Sicht? Was wäre Ihr Vorschlag? Müssen aber auch nicht sagen, können auch sagen, nee, die Vorlesung und die Veranstaltung soll als Ganze stehen bleiben. Generative KI ist eine mächtige Ermöglichungstechnologie für unseren technologischen Fortschritt. Okay. Mhm. Ich mache es noch kürzer, ich würde sagen, es bleibt spannend. Okay, ja. Der Mensch ist noch immer im Mittelpunkt von technologischer Entwicklung und es sollte so bleiben. Wunderbar. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind, dass Sie uns bereichert haben mit so vielen Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen auf dieses wirklich hochgradig spannende Thema. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken nochmal bei unseren Partnern, bei der Media School Bayern und bei der Münchner Universitätsgesellschaft, vertreten durch Herrn Höppe. Und ganz herzlich möchte ich mich bedanken bei Ihnen allen hier im Raum und zu Hause vor den Monitoren. Ich hätte aber natürlich wie immer noch eine Bitte an Sie. Ich würde Sie ganz gerne bitten, und es hilft uns, Thema Innovation, dieses Veranstaltungsformat weiterzuentwickeln. Ich würde Sie ganz gerne um Ihre Evaluation bitten. Diese Evaluation können Sie uns zukommen lassen über einen QR-Code, den finden Sie dann hier eingeblendet oder auf den Blättern hier auf Ihren Sitzen, und zu Hause finden Sie den QR-Code auch eingeblendet oder über den Chat bei der Zoom-Funktion. Und dann bleibt mir nur noch, Sie, liebe ZuhörerInnen, einzuladen für unsere nächste Veranstaltung am 23. April. Und es geht um ein Thema, das uns auch nicht kalt lassen kann und das wir nun aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchten wollen, nämlich um das Thema gendersensible Sprache. Am 23. April, Sie können sich für diese Veranstaltung, wenn Sie online teilnehmen wollen, ungefähr ab Mitte März anmelden, und als Präsenzpublikum sind Sie sowieso hier in der großen Aula sowieso willkommen. Also wir freuen uns sehr, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen, hier in Präsenz oder zu Hause vor den Monitoren. 23. April, Thema gendersensible Sprache. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön.